So. Das war scheiße. Ah, komm. Ich hab doch hier auch schon wieder, oder? So, jemals sind da mir einer hergelaufen. Da! Komm her, du Drecksnatte! Bleib stehen! Bleib stehen! Willst du mich jetzt verarschen? Na ja, komm ins Maul, ich will aber auch nicht sagen, dass fällt gerade eigentlich auch mal auf die Fresse. Hallo, Inventar, hallo. Hallo? Jetzt. Stufe 9, Stufe 9, Stufe 9. Gehen wir dann erstmal auf Helme. Leuchtende Todespolster Vita. Das macht Schaden? Der Helm macht Schaden. Hä? Kapuze der Feuerresistenz. Komm. Soulless, du arme Sau, kriegst auch endlich mal ein Hütchen. Sieht das scheiße aus. Ah, geil. Hammer. Ja, gut. Dafür haben wir hier wohl nicht die Voraussetzung, oder? Nice. Oh, deine Brust. Sieh mal endlich wieder hier. Ah ne, ich lasse sie lieber an. Gut, Waffen. Nee, nicht du. Nicht du. Es hast du. Ah, das ist ein Einhandschwert. Ja lol. Da natürlich gesehen war, lol. Nein. Okay. Ach so, ja. Ist hier noch irgendwas? Moment. Hier jetzt Tagebuch. Erschaffe die Resümee, okay. Da oben hin. Waren da nicht übelst die Bossviecher? Da war doch irgendwas, dass die Viecher, glaube ich, richtig stark waren. Aber erstmal jetzt hier zu diesem. Es gibt nichts zu berichten. Ja, halt Maul, du gehst mir auf den Sack, ich hasse dich. Pech, Sprengfeuer. Jetzt mehr ist ja schon Scholar, ne? Mhm. Okay. Wow.
Macht. Ich brauche mehr Macht. Oh Leute, ich dachte schon. Scheiße, ich spiel jetzt auf. Kotzt. Wie viel hier war ich denn, bitte? Da geh ich ganz hier nicht durch. Hier war doch auch Fretter Drache, ja. Kommt immer direkt an, Alter. Da habe ich nur überhaupt keine Chance gegen. Gut. Dann haben wir da hier das da. Bildkarte. Haven. Wollen wir mal nach Haven reisen. Ja, ja. Black screen! Oh yeah! Hm. Ja, nu. Ah! Hier ist ein bisschen. Fältchen, kann ich dich... Ich kann es gar nicht rufen. Aurix, Sarah, Diana. Wie viele Leute wohl noch sterben werden, bis das hier vorbei ist? Genau, interessiert keinen. Bin ich ich. Forscherin Minet wünscht sich zu vergewissern, dass die Zahl der interessiert mich alles hier nicht. Erstmal Kriegsrat wieder einbesitzen mit den sicken Boys und Ladies. So eine Fähigkeit, die durch jene erwirbt, die sich ihren anschließen. Truppen, also da. Habt ihr meine Nachricht erhalten? Ja, vielen Dank. Truppen. Inquisitionsboni. Achso, ich kann mir das mal angucken. Eine eingehende Studie der Unterweltgepflogenheiten und ihres ebenso grausamen wie nützlichen Einsatzes eröffnet neue Dialogoptionen in Bezug auf kriminelle Aktivitäten und gewährt 50% EP für jede Freischaltung. Codex-Eintrag. Ach komm, ich guck mir nur die Boni unten erhöht, die bei der Eliminierung von Gegner von der EP um 5%. Aha. Öffnet neue Dialogoptionen in Bezug auf das Nichts- und Arcane-Studien gewinnt 5% EP für jede freigeschaltete Codex-Eintrag. Geht bei jeder Ernte einer 10% Chance, zusätzliche Pflanzen zu erhalten, gewährt eine deutliche Erhöhung der Entdeckungsreichweite bei Suchaktionen. Oh Leute. Beziehungen. Gewährt 50% Fahrer für jeden Fall Codex. Dank einer Bekanntschaft in der richtigen Position eine sorgsame. Aufgebaut und Rufs bezahlen Händler 10% mehr für Gegenstände, die ihnen die Inquisition verkauft. Bezahlen den Kontakt, bla bla. Handwerker, die Gönnern geben Händler der Inquisition. Ich passe auf Bad. Eingehörige der Inquisition können deren Ruf nutzen, um eine Lieferung ebenso selten wie wir für Rohmaterialien für das Handwerk zu erwerben. Habe ich hier auch schon irgendwas freigeschaltet? Ah, hier ist auch noch was. Nee. Okay. Inquisition. Eine
eigene Studie der Blabla gewährt einen zusätzlichen EP-Bonus von 5 zu 5 für... Alter. Erhöht den... Inventarkapazität um 15. Das wird sowas von erworben. Scheiß auf den Rest. Wow. Hornets, Ferelden. Kampf für die Gerechtigkeit. Kostet 8. Das ist schwarz. Vier bis sieben. Oh Leute, was kann ich da gerade auswählen? Die Templer müssen uns helfen, die Bresche zu schließen. Der Orden wurde gegründet, um Magie zu bekämpfen. Erst müssen wir den Lordsucher überreden, die Templer aus dem Exil zurückzuholen. Wir haben Nachricht von einem Rekruten der Ritter erhalten. Sie sammeln sich in Farren Falls Schanze. Die ist seit Jahrzehnten verlassen. Warum ausgerechnet dort? Wir müssen ohnehin noch einmal mit dem Lordsucher reden, um weiterzukommen. Dann können wir ihn das auch gleich fragen. Wenn wir ihnen sagen, dass wir die Bresche schließen wollen, verbünden sich die Templer vielleicht mit uns. Vorher müssen wir uns selbst interessanter machen. Ansehen ist alles, was für den Lordsucher zählt. Die Inquisition wird mit ihm reden, sobald wir die Adelshäuser von Orlais auf unsere Seite gebracht haben. Sie werden uns nach Farrenfall begleiten und verlangen, dass uns die Templer beim Schließen der Bresche helfen. Denkt ihr wirklich, das funktioniert? Selbst dem Lordsucher wird es schwerfallen, so viele Adlige vor seiner Haustür zu ignorieren. Ja. Noch dazu, wenn der Herold Andrastes sie anführt. Ja, wenn ihr denkt, es hilft. Wenn der Himmel dadurch nicht weiter aufreißt, bin ich ganz Ohr. Unter den Templern machen Gerüchte die Runde, Andraste hätte euch aus dem Nichts gerettet. Wir haben unseren Teil dazu beigetragen, um sie zu untermauern. Ein Herold mit einer Handvoll Getreuen mag vielleicht abgewiesen werden. Wenn derselbe Herold aber in adliger Begleitung zurückkehrt, erscheint er in einem völlig neuen Licht, genau wie die Macht der Inquisition. Das macht Sinn. Wenn mein Ansehen wächst, sollten wir uns das zunutze machen. Wenn die Templer die Befehle des Lordsuchers dadurch hinterfragen, denkt er vielleicht noch einmal über seinen Standpunkt nach. Bei allem Respekt, nach seinem Auftritt in Val Royeaux scheiße ich drauf, was der Lordsucher denkt. Den Lordsucher brauchen wir nicht. Was wir brauchen, sind seine Templer. Ob ihm das nun passt oder nicht. Die Bresche wird nicht warten, bis wir unsere Differenzen beigelegt haben. Gute Neuigkeiten. Mehrere orlesianische Adelshäuser werden die Templer auffordern, uns zu helfen, die Bresche zu schließen. Lord Abanage wird an euch herantreten. Geht auf nichts ein, was er euch anbietet. Aber was er tratscht, ist verlässlich. Ich hoffe, er kennt die Stimmung des Lordsuchers. Ohne seine Zustimmung werden uns die Templer niemals helfen. Scheiß auf die Magier. Ich will die Templer, ich finde Templer cooler. Komm, Blackwall, Solus, Xandra. Welches Level ist Blackwall eigentlich? Oder ist das so wie in den anderen Teilen, dass die einfach alle mitleveln? Das wäre ganz cool. Würde auch Sinn machen, dass sie einfach mitleveln. Weil sonst, ja, wären die ein bisschen gefegt. Wenn der Rest Level 12 ist und der eine kammelt damit Level 7. Naja, ich werde es ja jetzt sehen. Wäre ein Witz, wenn er jetzt schon Level 9 wäre oder sowas. Der Herold Andrastes!
Lord Asmerel Abanash. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Das Ganze ist der zweiten Auflösung der wiedergewonnenen Dales nicht unähnlich. Findet ihr nicht? Na, göttlich wie ihr seid, steht ihr wohl über solchen Dingen. Der Lordsucher geruht, sich euer Anliegen hinsichtlich der Schließung der Bresche anzuhören, sozusagen als Zeichen seines guten Willens. Genießt ihr das Gefühl? 10 orlesianische Häuser stehen hinter euch. Natürlich. Die Inquisition weiß diese Allianz zu schätzen, Lord Abernage. Die Templer müssen Vernunft annehmen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Bresche uns noch länger alle in Gefahr bringt. Oh ja, ein hässliches Ding. Der Lordsucher kann unmöglich glauben, dass wir es ignorieren. Apropos, ich nehme an, ihr wollt nicht sagen, was den Lordsucher letztendlich für euch eingenommen hat. Wenn ihr es nicht tut, wird es Gerüchte geben. Was meint ihr damit? Der Lordsucher empfängt uns nur, wenn er mit der Inquisition persönlich sprechen kann. Eine ziemliche Überraschung nach dem Streit in Val Royo. Das ist mir neu. Die Inquisition bittet den Lordsucher nur, uns dabei zu helfen, die Bresche zu schließen. Dann soll eure Botschafterin alles arrangieren. Überlasst den Diplomaten das Feld, wenn ihr ihnen vertraut. Unter uns, die Kirche hat nie einen Nutzen aus ihren Templern gezogen. Sie sollten von klügeren Köpfen geführt werden. Da wären wir. Theron Falls Schanze. Der Lordsucher hat den Weißen Turm verlassen, um hierher zu kommen. Sie scheinen ein Begrüßungskomitee zu schicken. Passt auf, was ihr sagt. Die Lage ist ziemlich gespannt. Der Lordsucher hat seine Meinung über uns ziemlich schnell geändert. Kommt so etwas bei ihm häufiger vor? Er hat womöglich irgendetwas für uns geplant. Gut. Bauen wir uns erstmal Blackwater, Level 6. Ich kann mir aussuchen, was ich mit dir anstelle. Das ist cool. Komm, das war er doch auch. Ich muss ihm natürlich auch ein bisschen was im Schwert entsteht. So. Habt ihr schon den Himmel gesehen, Sir Ritter? Natürlich, aber... Hat euer Orden nicht geschworen, ketzerische Magie zu vernichten? Ja, aber... Verzeihung, Lady... Comtesse Duvern. Comtesse, Ma'am. Stimmt es, dass der Herold Andrastes hier ist? Ist er Teil eures Gefolges? Das bin ich. Und ich grüße euch im Namen der Inquisition. Verzeiht mir, ich wusste nicht, dass ihr das seid. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so, erdverbunden seid. Ihr meint Zwergisch? Wenn Andraste euch als ihren Herold auserwählt hat, bin ich sicher, sie hat keinen Fehler gemacht.